Ich bin Ansgar Schäfer, ich bin Schauspieler und Sänger und ich spiele den Tevje in Anna Tefka. Tevje ist erst einmal ein Familienvater, er hat 5 Töchter, er ist Milchmann, er verkauft Käse, er melkt die Kuh, er lebt mit seiner Frau lange zusammen in dem kleinen Dorf Anna Tefka. Er ist ein sehr gläubiger Mensch, das heißt aber, er benutzt manchmal auch seinen Humor im Zwiegespräch mit Gott, dann Lösungen zu finden. Die Geschichte von Anna Tefka ist, dass es um ein kleines Dorf geht namens Anna Tefka und in diesem Dorf Anna Tefka lebt eine Gemeinschaft von Juden, genauso wie eine Gemeinschaft von Russen, also von Andersgläubigen und auch von Christen. Tevje hat 5 Töchter und 3 davon sind im fast heiratsfähigen Alter. Die älteste soll verheiratet werden und nach jüdischem Brauch, es ist alles ganz streng geregelt im Judentum, soll die älteste durch einen Heiratsvermittler einen Mann bekommen. Und das ist aber leider der alte Metzger Lazar Wolf. Und den möchte Zeitl nicht. Zeitl hat sich, die älteste Tochter, hat sich in den Schneider verliebt. Und so kommt es, dass also jetzt Traditionen gebrochen werden, indem Tevje sagt, okay, wir machen das so. Liebe hat den Vorrang vor dem Heiratsvermittler. Tevjes, wenn ich einmal reich wäre, ist die Frage und das Gespräch an Gott und das Gespräch mit sich selbst, was würde ich machen, wenn ich Geld hätte? Also die Frage, die wir uns wahrscheinlich alle stellen. Die Bühne ist viel breiter, das Auditorium ist viel größer, es sind 2.500, wir haben in Hagen sind wir 800 Plätze. Und wir sind jetzt, wir müssen gucken, okay, es ist da, wir müssen ein bisschen hier zurück, da vor, da weiter auseinander. Also es ist aber einfach wunderbar. Herr, du schufst den Löwen und das Lamm. Sag, warum ich zu den Lämmern kam. Wer ist wirklich gegen deinen Plan? Wenn ich wäre ein Reicher.